Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Ich wollte euch einmal heute richtig, richtig heftige Lifehacks zeigen, die wirklich euer Leben retten können, ja? Das bedeutet, wenn ihr dieses Video zu Ende geguckt habt, kann das angehen, dass ihr entweder euch selber oder eine andere Person beschützen könnt vor etwas ganz, ganz schlimm, Freunde. Deswegen lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt. Wie man schon sehen kann, fängt das Ganze an mit so einem Splitter einfach. Da muss man einfach nur so eine schwarze Maske rüber machen. Also ein Splitter kann auch gefährlich sein, wenn es hier entzündet übrigens, Freunde. Und mit der schwarzen Maske zieht man den Splitter einfach anscheinend komplett raus, ne? Auch nicht schlecht. So hier, oh, auch hier, den kannst du aber mit der, oha, mit einer, oh Gott. Okay, pass auf, erstmal jetzt ganz kurz hier, Knie kaputt, ne? Kennt jeder, glaube ich. Jetzt soll man einen Tampon nehmen, okay. Also Tampon einmal ganz kurz. Den friemelt man dann einmal ganz kurz so auf, entfernt die Schnur und jetzt hat man quasi einen Pflaster. Lol. Hey, aber, okay. Auch nicht schlecht, muss ich sagen. Auch nicht schlecht. Also, jetzt hat man ja auf jeden Fall mal Tampons am Start. Und, oh, sie hat sich auch einen Splitter reingeholt, Freunde. Wie kriegt sie jetzt den am besten weg, ist jetzt gerade die Frage, ne? Und jetzt nimmt sie eine Pinzette. Die macht sie jetzt erstmal heiß. Lol. Und, ah, dann, oh, okay. Ah, das bedeutet einfach, dass man quasi damit dann nicht das Ding kaputt macht. Also hier hat sie jetzt anscheinend einmal ganz kurz sich geschnitten, nimmt sie ihr Pflaster und macht dann zack einmal so rum und so rum. Jetzt kann sie auch ganz mal ihren Finger ganz mal krümmen, ne? Das ist auch clever gemacht, ne? Also hier, Kopfschmerzen bei der Arbeit, Freunde. Was kann sie jetzt am besten dagegen machen? Sie nimmt jetzt erstmal ein bisschen Salat und hält sich Salat oben auf die Stirn. Was? Als... Und jetzt ist es einfach. Also anscheinend hilft das. Wenn ihr mal Kopfschmerzen habt, ja, wisst ihr Bescheid. So hier beim Gurkenschneiden im Finger geschnitten. Nimmt jetzt einmal ganz kurz eine Eierschale und das von der Eierschale drauf. Und dann sowas 3 Stunden drauf lassen und schon ist alles wieder gut. Was? Was? Okay. Okay, oh, 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 Beinkrampf, Beinkrampf. Aua, 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 aua. Okay. So hier, na, kriegst du es irgendwie durchgedrückt? Nee, ne? Ach doch. Das soll das helfen. Das soll das anscheinend, das soll das, ja, das ist anscheinend eine gute Hilfe dafür, Leute. Okay, jetzt hier einmal ganz kurz Insulin, brrr, voll machen mit der Pipette. Und dann kannst du einfach abbrechen und zur Not einfach benutzen. Und das dann quasi da so rüber machen über eine Stelle. Das ist voll clever, ne? Das ist halt übertrieben clever. Er meint so, hä, was hast du denn da? Und jetzt holt sich hier noch einen Tampon raus. Okay, und den machst du jetzt auch anscheinend wieder auf. Und ja, da haben wir wieder das Pflaster, Freunde. Und dann kannst du es sogar rumbinden. Lol, okay, das ist auf jeden Fall auch clever. So, jetzt haben wir jetzt hier, die schützt ihre Schuhe vor Schlamm. Wie clever ist das denn bitte schön, ne? Ist ja echt clever gemacht. Oh, oh nein, oh nein. Bienenstich, Freunde. Sie wurde von einer Biene gestochen. Was kann man jetzt am besten dafür benutzen? Einmal ganz kurz hier so ein, was ist das denn, Leute? So eine Pumpe, ne? Ah, das habe ich schon mal gesehen. Das ist aber trotzdem wichtig, Freunde. Denn hier kann man jetzt quasi diesen Stachel rauspumpen. Und somit pumpt man, glaube ich, auch ein bisschen Gift raus, ne? Kann das angehen? Wenn man es auf jeden Fall schnell macht. So, hier. Ah, okay. Ja, habe ich auch schon mal gesehen, Freunde. Wie man jetzt hier am besten, genau, mit solarbetriebener Ventilator. Ja, ich sag so, wie es ist. Das ist ein Lebensretter, wenn man irgendwo heiß unterwegs ist. Also richtig, richtig clever. So, hier ist anscheinend jetzt gerade die Toilette abgeschlossen. Sie kommt nicht rein und ist gerade sogar geschlossen. Nein. Was macht sie jetzt, Freunde? Oh nein. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Und jetzt schließt sie das Ganze und packt sie wieder rein, oder was? Und kann jetzt ganz normal wieder gehen. Alles klar, Freunde. So, sie hat ein bisschen Zahnschmerzen. Was kann man am besten gegen Zahnschmerzen machen? Man nimmt einmal so einen Teebeutel, packt den im Mund und... Was? Heißer Tee hilft gegen Zahnschmerzen, Leute. Und jetzt ist alles wieder gut. Als ob, Alter. Als ob. So, hier trinkt ihr ein bisschen Kaffee und... Oh, der war zu heiß. Zunge verbrannt. Ey, jetzt bin ich gespannt auf Lifehack. Ich hasse es, die Zunge zu verbrennen. Man nimmt dann einfach... Ein Zuckerwürfel und der hilft gegen die Verbrennung. Was? Ja, und die hat nochmal getrunken, ist die blöd, Alter. Oh nein, die beiden sind ins Wasser reingefallen und das Handy war noch mit drin. Oh Gott, und beide Handys, oh Freunde. Deswegen packt man die am besten vorher in so eine Folie rein, wenn man irgendwie unterwegs ist. Und dann kannst du quasi dein Handy trotzdem benutzen, aber auch mit im Wasser quasi benutzen. Das ist voll clever, ne? Das ist ja übertrieben clever. So, was macht die jetzt hier, Freunde? Oh, ganz schön kalt anscheinend. Was kriegt sie jetzt hier? Sie kriegt jetzt einmal ein bisschen Frischhaltefolie um den Arm herum. Nee. Also, nee. Also, nee, nee, nee. Den Lifehack könnt ihr euch sparen, Freunde. Den könnt ihr euch wirklich sparen. So, hier ein Schnürsenkel gefunden. Ein Schnürsenkel. Was macht sie jetzt? Die macht Haare ab. Warum auch immer. Schneidet sie jetzt Haare ab. Und
flechte das einmal ganz kurz hier zusammen, um dann quasi... Jetzt hat sie 9 Schnürsenkel. Was? Was? Ey, wir haben doch gerade... Was ist... Okay, also ganz komisch gerade auf jeden Fall. So, hier ist aber anscheinend... Oh, eine Wespe und sie wurde gestochen. Dann nimmt man anscheinend wieder einfach heißen Tee, packt das darauf und im Endeffekt ist es dann nachher fast weg. Ja, nicht schlecht. Und oh, hat die einen Ball ins Gesicht bekommen, ey. Und es hat sie einfach eine Schwellung, Freunde. So, wie kriegt man die jetzt am besten weg? Man nimmt jetzt erstmal ein Ei und reibt es da für ein paar Minuten dran und schon ist es weg. Was? Einfach mit einem Ei, Leute? Und hier ist die richtig blöd, haut sich das Ding schon wieder ins Gesicht. Alter, die hat sie auf jeden Fall richtig heftig erwischt, Freunde. Dann nimmt man scheinbar hier eine kleine Spritze, macht da ein bisschen Wasser rein, packt das dann in den Gefrierschrank und schon hast du ein perfektes Stirnkühlungsband. Ja? Oh! Oh, Blasen an den Füßen sind echt kacke, Freunde. Das ist echt, vor allem wenn man sich neue Schuhe kauft. Dann muss man anscheinend... Warte, sie hat so ein BH-Pad? Packt sie jetzt einfach da rein, lol. Okay, gut, da können wir natürlich jetzt gerade nicht so viel mit anfangen, also wir Männer. Aber, oh Leute, guckt das mal an hier. Aloe Vera, ist einfach so nice. Ist einfach so nice. So, hier machen wir jetzt einmal ganz kurz Aloe Vera ein bisschen auf und quetscht das Ganze so raus, als wäre es einfach so ein Coca-Cola-Eis. Und dann nutzt man es einfach, als wäre es ein Kleber. Und dann kann man es da perfekt drüber machen und dann hilft das gegen Narben, Freunde. Oh, und auch verbrannt. Kein Problem. Wir machen einfach ganz kurz ein bisschen Aloe Vera peelen und und das Ganze kommt jetzt quasi auf die Verbrennung rauf mit einem Pflaster und auch nochmal zack so und schon wird deine Verbrennung bald weniger sein. Ne? So, hier ein bisschen laufen, okay. Und oh, okay. Und sie stolpert, Freunde. Sie stolpert und hat sie auch noch die Knie aufgeschlagen. Aber wenn man einen hygienischen Lippenstift nimmt, dann hilft das gegen Hautrötungen, ja. Guck mal, ohne, mit. Okay, auch verrückt, muss ich sagen. Und, okay, also dein Zahnfleisch fängt an zu bluten, kein Problem. Aloe Vera ist dein Freund. Da quetscht man einfach, nein, die putzt jetzt nicht mit Zähne, oder? Die putzt da mit Zähne, Leute, oh mein Gott. Okay, mit Aloe Vera kurz Zähne putzen und dann soll das anscheinend, wenn man das zweimal die Woche macht, helfen, wenn dein Zahnfleisch blutet. Also, falls du noch nicht wusstest, vorher, nachher, ein Riesenunterschied. Und hier, hast du eine Warze am Finger? Kein Problem, nimmst du einfach die krummste Banane, die ich gerade jemals in meinem Leben gesehen habe, okay? Und reibst ein bisschen von der Schale raus, okay? Und dann packst du die Schale darauf? Und das soll man jeden Tag machen? Und dann geht die Warze anscheinend weg nach 4 Wochen? Was? Okay, clever. Aber clever, muss ich sagen. So, hier, was hat sie jetzt? Sie hat am Hals eine Rötung, Freunde. Und sie denkt auch so, Mann, was haben die denn gemacht? Ja, und es ist ja natürlich peinlich, deswegen, wie kriegt man am besten diese Rötung weg, Freunde? Man nimmt einmal ganz kurz hier ein kaltes Objekt und macht es daran. Du kannst auch anscheinend sogar einen Löffel einfach nehmen, als ob das so leicht geht, Freunde. Und okay, wenn man ein bisschen Pickel hat im Gesicht, nimmt man einfach so eine Leim einfach und vorher... Na, yo, was scheiße, es sind einfach 2 verschiedene Personen, oder bin ich blöd, Freunde? Oh, okay. Okay, okay. So, hier mal ganz kurz das Ei aufmachen und dann nehmen wir ganz kurz wieder das Innere vom Ei, Freunde. Das und das packt man am besten einmal jetzt mal ganz kurz darauf. Ja, und am besten nimmt man es auch erstmal nie wieder ab. Und jetzt bin ich mal, okay, jetzt macht man noch die Socke rüber und dann bin ich mal gespannt. Aber es hält doch gar nicht dann im Endeffekt. Und dann nach 2 Tagen ist das weg? Leute, ist ja unnormal, muss ich sagen, ne? Und auch wieder verbrannt. Was kann man jetzt am besten gegen diese Verbrennung nehmen? Man nimmt dafür einmal Gurken, macht dann noch ein bisschen hier das rein und dann vermixt man das und macht daraus Eiswürfel. Lol. Und mit diesen Eiswürfeln reibt man einfach ein bisschen darauf rum. Wie clever. Und dann ist es einfach weg, als ob das dann einfach weg ist, Freunde. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann haben wir jetzt hier noch am Start. Oh, auch schon wieder eine Dingens. Eine Blase in dem Fuß, dann macht man Panzertape rüber. Ey, da zieht man sich doch dann die ganze Blase ab, Alter. Aber es ist dann anscheinend nur für Notfälle. Wenn es nicht anders geht, stand da gerade. Und oh, mies in den Finger geschnitten, kein Problem. Man nimmt hier ganz kurz ein Pflaster rüber und macht nochmal so ein Pflaster rüber. Und hier oben nochmal ein Pflaster rüber. Und dann wird es auf jeden Fall nicht abgehen, Freunde. Dann kann man auch noch ganz normal seinen Finger biegen, ohne Probleme. Ja, seht ihr, kann man ganz normal biegen. Und vorher kann man es ja nicht biegen. Deswegen, so ist auf jeden Fall echt clever gemacht. So, hier blendet sie ein bisschen die Sonne. Was macht er jetzt dafür? Er hängt ihr ein Tuch auf an den Baum, hat so ein eigenes Zelt gemacht. Ja, ja, also das ist jetzt natürlich
Ob das jetzt ein guter Lifehack war oder nicht, ist jetzt, also ein paar, muss ich sagen, waren schon ein bisschen komisch, aber die meisten haben auf jeden Fall geholfen und bin mal gespannt, wann man die mal anwenden muss. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt, Freunde. Und checkt eins mal, wie es hier aus. Einfach draufklicken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.